alle Menschen da draußen und ein herzliches Willkommen all denen, die es noch werden wollen. Heute möchte ich mit euch eine kleine Reise in das wundersame Land Upik unternehmen. Und zum Schluss wieder eine kleine Frage stellen. Doch fangen wir ganz vorne an. Was ist eigentlich Upik? Kurz gesagt, Upik ist eine Datenbank, die man auf der Weltnetzseite www.upik.de findet. Dort wird man dann folgendermaßen begrüßt. Geschäftspartner eindeutig identifizieren. Weltweit, kostenlos, online und schnell. Die Upik-Plattform dient als eindeutiges, einheitliches und firmenübergreifendes Identifizierungssystem. Dabei bildet die D&B-DONS-Nummer den Schlüssel zur weltweit eindeutigen Zuordnung von Geschäftspartnern über Upik. D&B heißt im Übrigen Dun & Bradstreet. Aha, also kann ich auf dieser Seite nach Firmen suchen. Naja, dann machen wir das doch einfach mal. Klicken wir auf Upik-Suche und geben bei Firma einfach mal BRD ein. Letztens habe ich nämlich jemanden getroffen, der ein Buch mit dem Namen die BRD GmbH in den Händen hielt. Und jetzt werde ich ihm beweisen, dass das alles nur eine Verschwörungstheorie ist. Wo soll diese angebliche GmbH sein? In Deutschland? Na gut, geben wir das mal ein und schauen, was passiert. Na also, keine BRD GmbH, wusste ich's doch. Da stehen nämlich nur Firmen wie Jonathan Cook, Bundesrepublik Deutschland, Marianne... Moment mal, wieso steht da Bundesrepublik Deutschland? Das muss ich mir jetzt mal genauer ansehen. Nur noch die Sicherheitsabfrage eingeben und dann wird sich das schon aufklären. Tatsächlich, eingetragener Firmenname Bundesrepublik Deutschland, nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil BRD, dann die DONS-Nummer und der Geschäftssitz, Telefonnummer und Faxnummer und... Ah, siehe da, der Hauptverantwortliche ist ein gewisser Joachim Gauck. Wie kann das sein? Weshalb steht die BRD hier als Firma eingetragen, wenn sie sich selbst doch als Staat tituliert? Also nochmal, wer oder was ist hier alles in dieser Datenbank eingetragen? Ein Blick auf die linke Bildschirmseite lässt den Namen Bisnode ins Auge fallen. Mit einem Klick auf den Erfahren Sie mehr-Button landen wir direkt auf der Weltnetzseite von Bisnode, wo wir folgende Informationen zur DONS-Nummer erhalten. Die DONS-Nummer. Unternehmen weltweit eindeutig identifizieren. Mit der D&B-DONS-Nummer können Sie Unternehmen weltweit identifizieren und eindeutige, einheitliche und transparente Informationen über Ihre Geschäftspartner gewinnen. So kennen Sie immer die ganze Geschichte einer Firma und schätzen geschäftliche Risiken und Chancen optimal ein, um so die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, verbirgt sich hinter jeder DONS-Nummer ein Unternehmen bzw. eine Firma. Weshalb hat aber die BRD ebenfalls eine DONS-Nummer? Schauen wir jetzt auf das hellgrüne Feld auf der rechten Seite. Dort entdecken wir einen Link zu einer PDF-Datei mit der Bezeichnung D&B-DONS-Nummern in staatlichen Einrichtungen. Wer möchte, kann hier kurz pausieren und sich die vier Seiten durchlesen. Kurz zusammengefasst steht darin, dass staatliche Einrichtungen die DONS-Nummer nutzen, um sich Informationen über Firmen und Unternehmen zu besorgen. Es gibt allerdings nicht eine Erklärung, wie eben Staaten oder staatliche Einrichtungen selbst zu solch einer DONS-Nummer kommen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb im Laufe der Zeit diese PDF-Datei von der Bisnode-Seite verschwand. Inzwischen wurde der Link nämlich entfernt. Zurück auf der Startseite von upik.de entdecken wir rechts einige Links unter der Überschrift Mehr zum Thema. Dort erfahren wir erneut, dass die DONS-Nummer zur eindeutigen Identifizierung von Unternehmen dient und wem solch eine Nummer zugewiesen werden kann. Und wenn wir hier mal auf die letzte Zeile sehen, entdecken wir auch endlich den Grund, weshalb staatliche Einrichtungen eine DONS-Nummer haben. Denn auch Ministerien sind in dieser Datenbank gelistet. Aus, Schluss, vorbei. Die BRD ist doch ein Staat. Oder? Was sind denn Ministerien? Fragen wir doch mal dort nach, wo wir manchmal ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen bekommen. Ein Ministerium ist eine oberste Behörde eines Staates. Regelmäßig wird es von einem Minister geleitet, der der Regierung des Staates angehört. Okay. Und in Deutschland? In der Bundesrepublik Deutschland, als föderal organisiertem Staat, gibt es Ministerien sowohl in der Bundesregierung als auch in den Ländern. Da ich inzwischen gelernt habe, dass man bei solchen Texten auf den genauen Wortlaut achten muss, frage ich euch jetzt, warum die BRD eine DONS-Nummer hat, wenn es in ihr laut Wikipedia Ministerien gibt. Somit ist sie den Ministerien doch übergeordnet, sollte also den Staat darstellen. Und eben dieser, Staat stellt sich bei upik.de eindeutig als Firma dar.
Wie kann es also unter einer übergeordneten Firma plötzlich staatliche Strukturen geben? Antwort: gar nicht. Und die Beweise liefern diese Strukturen selbst. Ich werde euch jetzt einige dieser Strukturen vorstellen und dann mal darüber philosophieren, ob es Konsequenzen für uns alle gibt. Haltet euch fest, die wilde Fahrt geht wieder los. Und damit noch mehr Action ins Geschehen kommt, gebe ich zu jedem Eintrag noch die Branche der Firma an, die sich hinter der vierstelligen SIG-Nummer versteckt. Ach so, ihr wollt generell noch etwas über diese SIG-Nummer erfahren? Kein Problem. Wiki bitte. Danke. Standard Industrial Classification, kurz SIG, ist ein Klassifikationsschema für unterschiedliche Industriezweige bzw. Branchen in den USA. Was haben die denn damit zu tun? Macht euch selbst mal Gedanken. Und so nebenbei sollte das jetzt gleichzeitig die Generalklatsche für all jene sein, die meinen, dass wir frei und souverän sind. SIG ist ein Klassifikationsschema für unterschiedliche Industriezweige und Branchen in den USA. An dieser Stelle muss ich die Fahrt einfach mal kurz unterbrechen. Versteht ihr, was hier steht? Die Bundespolizei hat selbst in ihrem eigenen System nicht einmal ansatzweise etwas mit Polizei zu tun. Sie geben sich selbst als Transportunternehmen aus. Dazu passen dann auch ganz gut die AGB auf der Weltnetzseite der Bundespolizei. Moment mal, AGB bei einer angeblich staatlichen Institution? Ja, ja. Wenn wir mal kurz in die Paragraphen der AGB schauen, dann hoffe ich, dass diese Firma nicht für die Überführung von Gefangenen beauftragt wird. Gerade der Paragraph 4 gibt mir zu denken, falls es sich um einen einzelnen Gefangenen handeln sollte. Thank you.
So, jetzt tief durchatmen, denn die nächsten Firmen sollen dazu dienen, jedem in diesem Konstrukt einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Was passiert, wenn eine Firma zahlungsunfähig wird? Und vor allem, was passiert, wenn die folgenden Firmen zahlungsunfähig werden? Leute, das betrifft uns alle. Egal ob Arbeiter, Angestellter, Bediensteter, egal ob im Supermarkt, bei der Polizei oder in der BRID-Verwaltung beschäftigt, hier treffen wir uns alle wieder. Und genau diesen Missstand müssen wir alle gemeinsam beseitigen. Es ist nur ein System und ja, es gibt ein Leben nach diesem System. Huch, wer bringt denn sowas zur Anwendung? Liebe Mainstream-Presse, wenn ihr mal wieder die berühmte Keule schwingen wollt, dann schwingt sie doch bitte mal in die richtige Richtung. Wir wollen doch, dass diese Methoden aus der NS-Zeit aufhören. Fällt euch da nichts auf? Wovon lebt ihr eigentlich nach eurem Arbeitsleben? Zahlen die wirklich so gut? Zurück zu den Finanzagenturen. Wisst ihr, wen die als Eintreiber losschicken, wenn jemand auf die Idee kommt, freiwillig auf die Abgabe zu verzichten? Nicht nur, dass sämtliche Fahrzeuge bei einer Firma registriert werden und tschüss, C4C in den Zulassungsbescheinigungen lässt grüßen. Nö, da wuseln unzählige Firmenmitarbeiter mit der Rückenaufschrift Ordnungsamt durch die Gegend und terrorisieren ihre Mitmenschen ohne jegliche rechtliche Grundlage.
Ja, das war ein kleiner Einblick in das wundersame Upigland. Jetzt kommt auch schon meine kleine Frage. Was gedenkst du denn, gegen diesen Missstand zu unternehmen? Zum Abschluss noch ein trauriges Kapitel für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Bist du verheiratet? Wenn nein, gut erkannt. Sonst? SIG ist ein Klassifikationsschema für unterschiedliche Industriezweige und Branchen in den USA.